Da staunen die Heidelberger im noblen Stadtteil Neuenheim. Alles kommt in großen Kanistern oder Säcken und wird lose angeboten. Wer bei Anna Wahala einkauft, bringt am besten seine Verpackung selbst mit. Ich hätte gerne meine Brieflasche wieder. Sehr gut. Welches Müsli war das nochmal, das Original-Müsli? Anna glaubt, weniger ist mehr. Spülmittel, Müsli, Hülsenfrüchte, Reis, Nudeln, Getreide, Süßigkeiten, alles bio, alles unverpackt. Einmal natürlich wegen des Plastikmülls, den man spart, aber andererseits auch wegen der Lebensmittelabfälle, die man reduzieren kann. Also, dass man etwas bewusster einkauft, dass man sagt, ich brauche nicht unbedingt immer gleich 500 Gramm, sondern manchmal reichen mir vielleicht 50 Gramm oder bei den Gewürzen auch nur ein Teelöffel. Also, man kann hier erst einmal den leeren Behälter abwiegen, damit ich nachher an der Kasse weiß, welches Gewicht ich auch wieder abziehen muss. Genau, ich brauche jetzt zum Beispiel Couscous. Die Heidelberger, ohnehin ziemlich öko-bewegt, sind begeistert. Hier erstmal Linsen rein. Füllen voller Überzeugung die mitgebrachten Dosen. Ich habe eigentlich schon recht lange drauf gewartet, dass sowas endlich mal eröffnet in Heidelberg. Und das ist jetzt Gott sei Dank passiert. Über all dieses abgepackte Zeug. Gerade heute Morgen hatte ich wieder so einen Wutanfall. So viel Müll, ne, der sich dann ansammelt. Wir haben vorher halt gekauft, haben es dann in die Gläser gefüllt und hatten den Müll. Jetzt füllen wir es direkt in die Gläser. Das ist natürlich schon praktischer dann. Gerade erst eröffnet und schon strömen die Kunden. Anna Wahala hofft, dass das so bleibt. Denn das hier war immer schon ihr Traum. In Berlin hat sie internationales Marketing studiert, hatte dort zusammen mit dem Bruder eine Softwarefirma. Doch sie wollte etwas verändern. Ihr Laden liegt gleich neben dem Markt. Selbst hier regiert die Plastiktüte. Wenn Anna einkaufen geht, nimmt sie den Korb und bringt Papiertüten mit. Alles für die Umwelt. Und wenn man weiß, dass man da auch ein Teil davon ist, bringt es nichts, immer nur zu sagen, ja, das ist schlimm, sondern muss auch eben selbst schauen, wie verhalte ich mich, wie konsumiere ich und wie lebe ich. Und das so ein bisschen bewusster eben alles anzugehen. Also hat sie ihr Erspartes in den eigenen Laden gesteckt. Ein Kaufmannsladen für Erwachsene. Ein moderner Tante-Emma-Laden, der viele Bedürfnisse erfüllt. Wenn man beim Lidl steht und schon total gestresst ist vom Einkaufen, einfach weil alles schnell gehen muss und hier kommt man rein und wir unterhalten uns dann mit der Anna, dann kaufen wir ein und gehen wieder und es ist einfach ein entspanntes Einkaufen, es macht viel mehr Spaß. Und das mit diesen verflixten Weggläsern, das kriegen die klugen Heidelberger auch noch hin.